Als Nächsten darf ich einen Mann des Volkes auf die Bühne bitten. Dieter Dehm mit einer Weltpremiere. Nochmal Dieter Dehm. Ja, vielen Dank, Friederike. Das ist jetzt wirklich eine Weltpremiere, eine Welturaufführung. Zu der Rede vorher möchte ich nur sagen, ich bin öfters in den 16 Jahren, als ich für die Linke im Bundestag war, gefragt worden, welche Differenzen haben Sie mit Gysi? Also ich glaube, Sie verstehen, dass ich mit Gysi immer auf einer Linie war. So, das müssen wir jetzt gemeinsam probieren. Das ist wirklich ein Lied, das wir in den letzten 3 Tagen gemacht haben. Und es behandelt unsere amerikanischen Freunde. Und weil es Freunde sind, fängt es auch mit dem Wort Amigo an. Amigo, Freund. Vielleicht könnt ihr es gemeinsam mal probieren. Amigo, Amigo, Amigo home. Von Rammstein bis Rom singen wir Amigo. Jetzt, wenn die, die jetzt leise gesungen haben, laut mitsingen, die gar nicht mitgesungen haben, leise mitsingen, erreichen wir eine allgemeine Kulturniveausteigerung. Achtung. Amigo, Amigo, Amigo. Von Rammstein bis Rom singen wir Amigo. Jetzt möchte ich mal sehen, weil meine Band leider noch 2 Wochen in Spanien geblieben ist, muss ich das jetzt mit Halbplayback probieren. Achtung! Du kannst starten. Es kennt, Kind, was ein wirklicher Freund ist, den Zeitpunkt, wo man sich verpisst. Amigo, 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 von Rammstein bis Rom singen wir Amigo. Amigo, 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 von Rammstein bis Rom singen wir Amigo. Muhammad Ali war für uns der Größte, sagte damals zu dir, besser gehst du mit deinen GIs, where you come from. Und die Welt sang mit Amigo. Amigo, Amigo, Amigo. Von Rammstein bis Rom singen wir Amigo. Wir sehen uns bestimmt mal wo wieder. Paar Hollywood-Filme waren schön. Wir singen deine und unsere Lieder. Doch du, Ami, musst leider gehen. Amigo, Amigo, Amigo. Von Rammstein bis Rom singen wir Amigo. Dein Starbucks, ja, und dein Amazon zahlen nicht Steuern, zahlen keinen echten Lohn. Dein freaking Gas, die CIA, kommt zu teuer und so Ton und Seh. Amigo, Amigo, Amigo. Von Rammstein bis Rom singen wir Amigo. Sind sie kein Amiland, sondern Deutschland, vom alten Fritz in das Bismarck, von Luther bis Beethoven Kant, den Sozialstaatsgesetzen bis was. Amigo, Amigo, Amigo. Es schöfe die Kälte. Von Rammstein bis Rom singen wir Amigo.
wurde hier viel Scheiß auch gebaut. Doch im Arsch anderer ist auch nicht schön. Die kleinen Leute waren hier zu kleinlaut, aber heute singen wir souverän. Amigo, amigo, amigo. Von Rammstein bis Rom singen wir amigo. Wollen kein fremdes Öl mehr befreien, nie Ramme für den Weltkrieg mehr sein. Statt Raketen gefüllt mit Atom, wir wollen Frieden drum, amigo. Amigo, amigo, amigo. Von Rammstein bis Rom singen wir amigo. Amigo, amigo, amigo. Von Rammstein bis Rom singen wir amigo. Servus, goodbye, shalom, amigo. So, das war die Welturaufführung. Vielen Dank. Dank euch. So, und jetzt als auch noch ein Lied, was wir zusammen singen können. Ich habe mich vorhin hin und her entschieden. Das weiche Wasser aus meiner Feder, damals geschrieben für die Atomraketendemo, also Anti-Atomraketendemo in Bonn auf dem Hofgarten, oder das andere, und das andere, für das habe ich mich entschieden, weil ihr das wahrscheinlich doch besser mitsingen könnt. Mit einem kleinen Vorspiel, mit einem kleinen Vorspiel von Brecht und Eisler, und dann We Shall Overcome. This land is your land, this land is my land, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns die anderen Völker nicht. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday.
We are not afraid. Es wird ein Notarzt gefragt. Da hinten auf der Bank ist ein Notarzt. Vielen Dank, Dieter Dehm. Na, geht's wohl doch noch bis als nächstes darf ich ankündigen den Kreishandwerksmeister Karl Krökel. Der uns über die Situation der Handwerker in diesem Land berichten wird. Karl Krökel ist seit 33 Jahren selbstständig, parteilos und Initiator der Handwerker für den Frieden. Bitte schön. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Handwerkskollegen, die 5 Glockenschläge zu Beginn heute Mittag unserer Veranstaltung haben mich veranlasst, dazu eine kurze Bemerkung einleiten zu dem, was ich sagen möchte, hier zu machen. Kein Wort kann ausdrücken, welches Leid und welche Gräueltaten ein Krieg mit sich bringt. Das haben heute Mittag die 5 Glockenschläge für uns getan. Und 1989 am Runden Tisch in Dessau, ich saß dabei, haben wir beschlossen, dass wir Waffen verschrotten und aus diesem Waffenschrott eine Friedensglocke gießen. Und diese Friedensglocke steht bis heute. Und sie erinnert uns immer wieder an das, was wir 1989 geschafft haben. Und für diese Werte, Demokratie, kein Krieg, Frieden, Freiheit, stehen wir immer noch. Und das hat uns eigentlich ermutigt, weil wir wissen, wenn wir zusammenstehen, wie 1989, was wir erreichen können, das hat uns ermutigt, am 14.06. mit einem Obermeisterbrief an die Regierung heranzutreten und ganz bestimmte Forderungen aufzumachen. Und es war fantastisch, wie diese Bewegung sich ausgebreitet hat, ob das Halle Saale, Leipzig, Zeulenroda, Harzbode, die Industrie macht mit. Also hier ist eine Bewegung in Gang gesetzt worden, die sich immer weiter ausbreitet, wo sich Bündnisse schmieden. Und ich bin ja diesem Bündnis ja auch beigetreten mit meiner Kreishandwerkerschaft. Also wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Und ich denke, es war am 14.06. dringend notwendig, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil die Probleme ja immer mehr aus dem Ruder gelaufen sind und wie wir sehen, immer mehr aus dem Ruder laufen. Die Lebensgrundlagen ganzer Generationen werden vernichtet aus Ideologie und Gefolgschaft zu den USA. Diese Politik enteignet die Bürger ihres Vermögens und treibt uns in eine nie dagewesene Notlage. Wir merken immer mehr, wer uns das eingebrockt hat. Wir müssen jetzt diese Gewaltspirale durchbrechen. Und unsere 3 Hauptforderungen vom 14.06. sind ja aktuelle RG. Friedenspolitik statt Kriegstreiberei, keine Waffenlieferung an die Ukraine und Stopp aller Sanktionen, die sich als Bumerang erwiesen haben. Aber darauf gehen ja unsere Medien nicht drauf ein, auf unsere Forderungen. Und ich fordere Sie nochmal von dieser Stelle hier heute auf, stellt euch an unsere Seite, an die Seite der Wahrheit, sonst macht ihr euch mitschuldig an diesem Desaster. Und wir erleben ja, dass dieser Krieg nicht nur mit Raketen und Panzern geführt wird. Es ist eine unglaubliche Kampagne, wie wir bei der Stange gehalten werden sollen. Und was eigentlich als Botschaft ständig über uns reinprasselt. Da wird gesagt, wenn wir diesen Krieg nicht weiterführen, dann wird Russland in Polen einmarschieren und übermorgen durch das Brandenburger Tor. So ein Unsinn. Und aus dieser Deutung wurde eben nicht nur ein regionaler Konflikt,
wir haben es jetzt hier mit einem Krieg der NATO, USA gegen Russland zu tun. Also, unsere erste Friedensforderung damals war Friedenspolitik statt Kriegstreiberei. Und jetzt sind wir ja mittendrin. Wir bilden aus und ihr ukrainische Soldaten, unverhohlen wird das sogar in der Presse ausgeschmiert, dass wir hier ausbilden in Deutschland, und diese massiven Waffenlieferungen nehmen kein Ende. Das muss sofort aufhören. Und es hätte ja nie so weit kommen müssen. Der Papst hat gesagt, Henrik Kiesinger, Klaus von Donani, ihr kennt die Worte alle, ich brauche sie hier nicht wiederholen. Oder Jeffrey Sachs, einer der Direktor der wichtigsten Netzwerke der UNO, sagte drei wichtige Dinge. Der Krieg hätte verhindert werden können, wenn ein Entgegenkommen der USA in der NATO-Frage stattgefunden hat. Und der Krieg hätte im März beendet werden können, als ja ein Abkommen im Grunde genommen unterschriftsreif vorlag. Und der Krieg kann immer noch beendet werden. Doch diese Vereinbarung scheiterte eben an Boris Johnson, unsere Freunde. Er ist dann rübergefahren nach Kiew und sagte, der Westen ist nicht bereit für ein Ende des Krieges. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das Ende war möglich, aber der Westen wollte es nicht. Was weiter getan werden muss, liegt auf der Hand. Wir müssen Druck auf Biden ausüben. Druck aus Biden heißt, dass wir nicht mehr uns an einen sinnlosen Wirtschaftskrieg gegen Russland beteiligen. Und Druck auf Biden heißt auch, die sicherheitspolitische Gefolgschaft endlich zu verweigern, raus aus der NATO, endlich auf eine europäische Friedensordnung drängen. Und nicht Zelensky folgen, wir werden kämpfen bis zum Schluss. Wer soll sich denn diesen Schluss überhaupt mal gedanklich vorstellen? Das ist doch Idiotie. Da dieser Irrsinn keine Grenzen setzt, setzen wir jetzt den Punkt. Wir fordern jetzt eindeutig auf den G20-Gipfel Mitte November in Bali als zweite Chance für so ein Abkommen zu nutzen, nachdem die erste Möglichkeit ja vertan wurde. Dass eine neue Möglichkeit für eine Friedenslösung jetzt genutzt wird, nicht mehr an der Eskalationsschraube gedreht wird und keine Waffen mehr geliefert werden, weil wir ja dann, wenn wir nicht aufpassen, in einen schweren Krieg landen. Und unsere zweite Forderung, keine Waffenlieferung an die Ukraine. Wenn wir als Handwerker, die ja im Grunde genommen ihre Firmen mit logischem Menschenverstand führen, wenn wir es dann fragen, uns erlauben zu fragen, ob dann Waffenlieferungen nicht eher Konfliktbeschleuniger sind, dann unterstellt man uns, dass wir den russischen Narrativ folgen oder Putin-Freunde sind. Wir sagen aber ganz klar, wenn wir diesen gefährlichen Weg weitergehen, dann landen wir womöglich doch in einem Krieg mit Russland. Dass dieser dann am Ende nuklear eskalieren könnte, ist eine Möglichkeit, eine ernstzunehmende. Und diese wird einfach vom Tisch gewischt. Da sagen die, das ist russische Propaganda. Wir sollen uns doch aus Sorge um einen Atomkrieg nicht wie das Kaninchen vor der Schlange verhalten. Was ist denn das für eine Argumentation? Ja, geht's denn überhaupt noch? Wir haben die Ukraine klammheimlich zur drittgrößten Armee in Europa aufgerüstet. Und wir wissen, dass ein Nuklearkrieg in den ersten Stunden schon zu zig Millionen Toten führt. Also, dazu sagen wir, das muss jetzt beendet werden. Keine Waffenlieferungen an die Ukraine. Friedensverhandlungen statt Waffenlieferungen. G20-Gipfel Mitte November muss jetzt ein Ergebnis auf den Tisch. Und zu unserer dritten Forderung, Stopp aller Sanktionen. Wir haben einen beispiellosen Wirtschaftskrieg losgetreten gegen Russland. Das ist unglaublich. Und wir haben geglaubt, wenn wir Sanktionspakete schnüren, aber zig Waren außen vor lassen, die wir brauchen, dann lässt sich das Putin alles gefallen. Es ist unglaublich.
unglaublich. Wir können froh sein, dass Nickel, Palladium und andere Rohstoffe, dass die uns noch geliefert werden. Sonst wäre unsere Autoindustrie schon längst zu. Also dieser Wirtschaftskrieg, der uns schadet, ist ein unglaubliches Ding, wie man unsere Wirtschaft gegen die Wand wirft. Und unsere Befürchtungen haben sich befürwortet. Ein Drittel mehr Insolvenzen als im letzten Jahr. Grund sind die hohen Energiepreise und vor allen Dingen auch die Produktionsfaktoren wie Rohstoffe und so weiter. Auch die Lieferketten sind immer weiter unterbrochen. Und ich sage, wenn die Energiepreise jetzt nicht deutlich senken, und da bin ich wieder bei der Pipeline, die ja gesprengt wurde, und zwar durch Profis. Da war ein U-Boot notwendig, das war eine militärische Aktion. Der Krieg wurde dadurch erweitert in ganz Europa. Und wenn das muss repariert werden und die Leitungen müssen wieder geöffnet werden. Sonst gehen hier bei zigtausenden Betrieben in Deutschland die Lichter aus. Damit droht ein Wohlstandsverlust in unglaublichem Maße. Und bei vielen laufen ja, ich kenne mich aus in unseren Firmen, die Stromverträge zum Jahresende aus. Wir wachsen dann in eine Preiswelt, die ist unglaublich. Und manche Firmen finden niemanden, mit dem überhaupt noch ein Stromvertrag abgeschlossen wird. Es wird ein Stromvertrag verweigert. Deshalb Schluss mit diesen Sanktionen und Schluss mit diesem Wahnsinn. Und die allerletzte Frage, die ich hier stellen möchte, und das ist dann mein Schluss. Kann diese Regierung diesen Wahnsinn stoppen? Und wir sagen, ja, sie muss es, verdammt nochmal, sonst muss sie zurücktreten. Dankeschön, Karl Brückel. Zweieinhalb Jahre. Ist zufällig noch ein Notarzt in der Nähe der Krankenhäuser. Das ganze gezeigt hat, wir vor allem gemerkt haben, lernen müssen, dass egal, was welche Erzählung da stattfindet, welches Narrativ gerade bedient wird, wir sind sowas von offenen Debatten und Diskursen. Wir wollen unbedingt miteinander reden, egal um welches Thema es geht. Wir können streiten, wir müssen miteinander reden. Genau das kam zu kurz die letzten Jahre. Und dieser Song ist der Regel, wie Friederike schon richtig gesagt hat. Und irgendwie dachte ich, der passt jetzt ganz gut. Aber irgendwie ist mir nach was ganz anderem gar nicht zumute. Wenn ich hier stehe mit euch und vielen Dank, dass ihr bei der Kälte noch da seid. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich Reden und Gedichte und Songs anhört und vielleicht selber da am Frieren ist gerade. Musste ich an meine Tochter denken, für die hatte ich dieses Lied geschrieben, Feen sehen, vor ja, fast 6-7 Jahren. Da musste ich an dieses wunderbare Geschöpf denken, ich habe zwei Töchter, musste an beide denken, aber die Kleine war gerade so in dem Alter, wo sie so entdeckt hat, wie die Welt funktioniert. Und da war sie, zumindest für uns, für viele andere Menschen in der Welt nicht, aber für uns immer noch greifbar, friedlich sogar partiell. Und dann kam Corona. Und seitdem Corona kam, merke ich, was mit ihr passiert ist, dass sie einfach über gewisse Dinge nicht mehr reden kann und gewisse Dinge auch gar nicht hören will. Und die versteht das alles, die weiß genau, was für ein Irrsinn damit in den letzten 2,5 Jahren passiert ist und trotzdem fällt es ihr ganz, ganz schwer, darüber zu sprechen. Und wir haben, und mit wir meine ich nicht euch, weil ich bin mir sicher, ihr wart damals schon aufrecht, aber wir haben als Gesellschaft den Kindern die Kindheit genommen in den letzten 2 Jahren. Und das darf nicht wieder passieren. Mittlerweile ist es so, wenn ich den Song spiele, meine Tochter hat Gott sei Dank ihre Mittel gefunden, durch die Zeit zu kommen. Sie hat gute Freunde, das ist wichtig und richtig. Und sie versucht, sich aus den Themen rauszuhalten, um irgendwie auch gesund groß zu werden. Und dann stelle ich mir so vor, ich glaube, ihr geht es bei uns ganz gut, aber es gibt Kinder, da ist die Situation zu Hause ganz anders. Da sitzt man irgendwie zu fünft in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, darf nicht raus, darf nicht auf die Spielplätze. Dieser ganze Irrsinn, der da passiert ist. Und jetzt passiert das Gleiche schon wieder. Und auch hier bei diesem Konflikt, und egal ob es in der Ukraine ist oder ob es auch die Kinder hier sind, die davon hören, da passiert irgendwas und dann der eine erzählt das und der andere erzählt das und verängstigt und
ängstlich sitzen sie da, aber das ist doch jetzt ganz anders wie alle anderen Krieger, der ist doch so nah dran und was denn alles so erzählt wird und was so ein Unfug erzählt wird. Und ein paar von den Sachen sind trotzdem auch richtig, weil es ist näher gerückt und es macht den Kindern Angst. Und deswegen möchte ich diesen Song, den ich damals in einer sehr unschuldigen Situation und einer vielleicht auch unbeschwerten Situation für meine Tochter geschrieben habe, möchte ich den Kindern widmen. Heute sind so tolle Beiträge gewesen, über die Kinder haben wir noch nicht so viel gesprochen. Deswegen habe ich spontan mich entschlossen, den Song zu singen, Feen singen. Man sagt, du sollst die Augen zweimal öffnen, um sie zu sehen, die Feen, wie sie vor dir stehen, die liebevoll den Kopf verdrehen. Ihre Wege zu gehen und dir zu zeigen, dass das Wesentliche nur die Herzen sehen. Komm mit, begleit mich auf unserer Reise. Ich bin nicht verrückt, hab weder Amseln noch Meise. Und sollte ich es werden, hey, dann soll es so sein. Vielleicht lassen wir uns nur so aufs Leben ein. Und haben sich ganz nebenbei ihr Leben übergeben. Jetzt abgeben, loslassen, sich wegträumen, einlassen, die Gefahren übersehen, mit Lust ins Kalte springen, vereint mit allen Dingen. Komm mit, begleit mich auf unsere Reise. Ich bin nicht verrückt, hab weder Amsel noch Meise. Und sollte ich es werden, hey, dann soll es so sein. Vielleicht lassen wir uns nur so aufs Leben ein. Und sollte ich es werden, hey, sei es drum. Wir kriegen das Leben schon irgendwie rum. Verfallen, betrunken vom Leben, bereit die letzten Hemden zu geben. Dem Rausch verfallen, betrunken vom Leben, bereit die letzten Hemden zu geben. Dem Rausch verfallen, betrunken vom Leben, bereit die letzten Hemden zu geben. Vielen Dank. Dankeschön. Schön, dass ihr noch da seid. Friederike hat es gerade schon angekündigt, wir werden nachher noch ein Lied zusammen singen, ein Lied, das ihr nicht kennt. Das werden wir gemeinsam lernen und jetzt bitte ich Friederike für die Abschlussrede auf die Bühne. Da ist sie schon. Bevor ich meine Rede halte, wurde ich gebeten, noch einmal die Webseite anzusagen. Ich habe hier heute euch im Namen des Bündnis für Frieden Berlin durch die Versammlung geführt. Und die Webseite heißt auch genauso: www.bündnis-frieden-berlin.de, alle Üs mit UE geschrieben. Bündnis für, Entschuldigung, sind zwei Üs, also Bündnis für Frieden. Ich beginne meine Abschlussrede mit ein paar Zahlen und bitte dafür um Entschuldigung. Ich werde allerdings versuchen, diese Zahlen zu veranschaulichen, damit es nicht gar so trocken wird. Immer und ständig ist irgendwo Krieg. 355 Kriege und Konflikte wurden im letzten Jahr allein gezählt. Und die Ausgaben dafür beliefen sich
auf 2,1 Billionen US-Dollar weltweit. Man bedenke, wenn Geld an einer Stelle ausgegeben wird, dann wird es an anderer Stelle eingenommen. Krieg ist Big Business. Um 2,1 Billionen Dollar zu zählen, wäre ich 66.591 Jahre pausenlos beschäftigt, einen Dollar in mein Töpfchen zu legen. Jede Sekunde. Deutschlands Außenministerin war im September in der Ukraine, um ein Zeichen gegen die, Zitat, drohende Kriegsmüdigkeit in ihrem eigenen Land zu setzen und um Unterstützung zuzusichern. Nicht auf dringend notwendige diplomatische Friedensverhandlungen, nein, auf Waffenlieferungen und Geld aus Deutschland könne die Ukraine sich verlassen. Bis zum September hatte Deutschland Waffen im Wert von 734 Millionen Euro in die Ukraine geliefert. Das sind 8.441 Tage oder 23 Jahre zählen. Pausenlos, Tag und Nacht. Laut der deutschen Wirtschaftsnachrichten können wir erwarten, dass der Krieg in der Ukraine Deutschland bis 2025 etwa 150 bis 200 Milliarden Euro kosten wird. Dafür müsste ich nur schlappe 5.000 bis 6.500 Jahre zählen, bis in die Jungsteinzeit. Aber keine Sorge, dass Deutschland Waffen liefere, egal welcher Art, und die Ukraine finanziell unterstütze, mache es nicht zur Kriegspartei. Nur eine unmittelbare Teilnahme an den Feindseligkeiten, die Deutschland zurechenbar wäre, würde Deutschland zur Konfliktpartei machen. So ein Völkerrechtler kürzlich. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Nach meiner Kenntnis werden Waffen mit dem einzigen Ziel hergestellt, zu zerstören und zu töten. Und mir fällt nicht viel ein, was feindseliger wäre, als dabei zu unterstützen, Menschen, egal in welchem Land sie leben, ob in der Ukraine, im Jemen, im Kongo, in Afghanistan, in Syrien, in Russland oder im Iran, ihre Heimat zu zerstören und sie zu töten. Es ist ein unerhörter Skandal, dass heute überhaupt noch Krieg geführt wird, wo wir alle wissen, dass die wirtschaftlichen, sozialen und seelischen Folgen dieser grotesken Grausamkeiten, die uns seit Jahrhunderten als Social Media Gehirnwäsche als normal und alternativlos verkauft werden, dass diese Grausamkeiten sich folgenschwer noch in den folgenden Generationen auswirken. Opfer werden zu Tätern. Wieder und wieder und wieder und wieder. Wie lange noch? Wann ist das endlich genug? Ich bin kriegsmüde. Und zwar für immer. Ich habe einen alten Vater. Mein Vater wurde 17-jährig eingezogen. Und ein einziges Mal habe ich ihn im Detail über seine Erlebnisse im Krieg sprechen hören. Seine Worte waren unter seinem Schluchzen fast nicht zu verstehen. Er hatte als einziger seiner Kompanie
das grausame Gemetzel überlebt, in dem seine Kameraden, und das waren alles halbe Kinder noch, in einem Hinterhalt in den Bergen nicht entkommen konnten. Er betonte immer wieder, wie alle Seiten Opfer einer grausamen und entmenschlichenden Propaganda geworden waren, die jungen Männer zum Soldaten gefoltert, aufgehetzt, Schleifen nannte man das. Mein Vater misstraute zu Recht nach diesen Erfahrungen allen Autoritäten. Und er wurde ein gebrochener, aber glühender Schützer des Lebens. Der Schrecken des Krieges war allerdings auch 40 Jahre später noch spürbar und hat meine eigene Kindheit überschattet. Es war fast nicht auszuhalten. Und es war befreiend, ihn zu hören. Endlich hatte das diffuse Grauen einen Namen und die Angst ein Zuhause. Wie viele unserer Angehörigen, unserer Vorfahren haben nie Worte für ihr Leid gefunden, konnten sich nicht anvertrauen, mussten verdrängen, haben Flucht und Erleichterung im Alkohol gesucht, in der Arbeit, in anderen Süchten, waren überfordert, entwurzelt, emotional taub, teilnahmslos oder auch aggressiv und missbräuchlich ihren Partnern, ihren Partnerinnen, ihren Kindern gegenüber. Ich vermute, dass wir Menschen auf dieser schönen Erde inzwischen fast ausnahmslos betroffen sind. Wir alle sind Kinder, Enkel, Urenkel, Nachfahren von traumatisierten Kriegsüberlebenden. Und ich möchte euch an dieser Stelle einladen, das Leid unserer Vorfahren zu würdigen und auch die Leidtragenden der heutigen Kriege für einen stillen Moment in unsere Herzen zu nehmen. Und das schließt unsere geschundene und dennoch unermüdlich lebensspendende Mutter Erde und uns alle, die wir hier stehen, mit ein. Wir teilen dieses Erbe und wir alle sehnen uns nach wirklichem, nach tiefem Frieden, nach Sicherheit, nach Geborgenheit und Liebe. Und würdigen wir auch die Kraft unserer Vorfahren, ihre Widerstandskraft und ihre Kreativität. Wir sind Ausdruck ihrer Zuversicht, ihrer Lebendigkeit und ihrer Liebe zum Leben. Besinnen wir uns auf unsere Kraft, gemeinsam Wirklichkeit zu gestalten, statt bloß zu konsumieren oder passiv auszuhalten. Unsere Zukunft braucht uns. Das heißt, unsere Nachkommen, unsere Kinder, Enkel und Urenkel brauchen uns hier und heute ganz präsent. Imagine. Wie würde unsere Welt wohl aussehen, wenn wir all unser Streben, unser Forschen, unsere Intelligenz für Frieden bündelten und ein ganz frecher, ein unmöglicher Gedanke, wenn all das viele Geld, mit dem unter Zerstörung und Unterdrückung von Mensch, Tier und Erde in der Industrie, auch in der Rüstungsindustrie, Gewinne generiert werden, wenn all dieses Geld eingesetzt würde, um herauszufinden, wie Frieden geht. Es gäbe die Freiheit! Es gäbe die Freiheit!
Hinweise. Alles Gute. Für die Mama. Es wäre die Freiheit für Mamis. Berliner Mamis. Zwei Rettungswagen, meine Güte. So, haben wir es zum Foto. Hinweise dazu, wie Frieden gehen könnte, finden sich nicht nur in der Sehnsucht unserer Herzen, sondern beispielsweise beim jahrhundertelang friedlich koexistierenden Bündnis der Irokesen, der Five Nations in Nordamerika, das zwar vielen, vielen unbekannt ist, aber grundlegend bedeutsam für unser europäisches Demokratieverständnis. Die Gründerväter der Vereinigten Staaten, Jean-Jacques Rousseau und andere einflussreiche Denker haben sich von den Irokesen inspirieren lassen. Die Frauenbefreiung nahm zum großen Teil ihren Ursprung dort. Frauen und Männer waren in diesem friedlichen Nationenbündnis absolut gleichwürdig. Das ist schon lange her. Und interessanterweise ist die Redefreiheit, die in der friedlichen Gesellschaft der Five Nations jedem zustand, auch als Wiege unserer bisher stark verankerten, jedenfalls Idee der Meinungsfreiheit zu sehen. Krieg ist nicht alternativlos. Es gab Zeiten ohne Kriege. Es gab sehr lange Phasen friedlicher Koexistenz. Rüdger Bregmann hat es in seinem sehr, sehr guten und sehr empfehlenswerten Buch eindrucksvoll dargelegt. Wir Menschen sind im Grunde gut. Und es wird höchste Zeit, dass wir einander mehr daran teilhaben lassen. Legen wir die Waffen nieder. Wir haben es gehört. Bei Gabriele Gysi legen wir die Waffen nieder, innen und außen. Steigen wir aus dem Wiederholungszwang der Angstspirale. Hören wir auf, andere zu dominieren, zu entwürdigen und uns selbst zu unterwerfen. Uns selbst entwürdigend behandeln zu lassen. Werden wir berührbarer, lieben wir mehr und offensichtlicher, feiern wir einanders Einzigartigkeit und schließen wir Frieden mit uns selbst. Werden wir endlich ganz lebendig. Das ist nicht unbedingt einfach, aber es ist möglich, sonst gäbe es in uns kein Sehnen nach Frieden und Freiheit. Abschließen möchte ich, bevor Jens nochmal auf die Bühne kommt, mit den Worten von Etty Hillesum, eine 29-jährige Studentin aus den Niederlanden, die diese Worte aufgeschrieben hat, kurz bevor sie im KZ ermordet wurde. Unsere einzige moralische Verpflichtung ist, in uns selbst Lichtungen des Friedens zu schaffen und sie immer weiter auszudehnen, von Ort zu Ort, bis dieser Frieden auf andere ausstrahlt. Und je mehr Frieden in den Menschen herrscht, desto mehr Frieden wird es auch in dieser aus den Fugen geratenen Welt geben. Zitat Ende.
Lasst uns also nicht nur fordern, Frieden jetzt. Lasst ihn uns verwirklichen. Wie Übende, jeden Tag wieder. In diesem Sinne, danke. Danke für deinen Beitrag. Wir hatten heute auch Assange als Thema. Ich wollte auf eine Sache ganz kurz hinweisen. Nicht nur diese Konzerte zweimal im Jahr finden statt, sondern jeden ersten und dritten Donnerstag ist vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor um 18 Uhr eine Mahnwache für ihn. Vielen Dank, Christian, Barbara, Almut, ihr macht das schon seit so langer Zeit. Danke euch, ganz, ganz wichtige Arbeit, die ihr gemacht. Danke. Ich habe es euch ja angekündigt. Wir machen jetzt noch was gemeinsam. Das für uns ganz wichtig ist, dass wir die Menschlichkeit nicht verlieren, nicht vergessen, was das eigentlich heißt, dass wir uns begegnen, wie es Frederik gerade gesagt hat. Und ich weiß, ich habe heute ein paar ganz, ganz starke Stimmen da unten stehen von der Berlin-Basis-Band. Und die kennen den Song schon, weil er ist auch Teil unseres Programms. Und ich zähle auf euch, dass ihr den mitsingt, so laut ihr könnt. Wenn wir das Menschliche verlieren, wird es still. Sitzt das Herz am falschen Fleck, ist es weg irgendwann, also warte nicht so lang. Wenn der Geist so lange schläft, wacht er manchmal nicht mehr auf, nimmt das Leben seinen Lauf, aber ohne dich und du die Willkür in Kauf, aber ohne mich. Dich viel zu lange gequält, ob deine Stimme wirklich zählt. Auch die Frage stellt sich nicht, denn es geht nicht ohne dich. Hey, da ist dein Schatten, er ist klüger als du selbst. Will, dass du dich dem Leben stellst und nicht mehr mit der Meute bellst. Dein Schatten, er ist klüger als du selbst, dass du dich dem Leben stellst und nicht mehr mit der Meute bellst. Hey, da ist dein Schatten, er ist klüger als du selbst. Denkt ihr euch, wie geht denn das, ne? Lebst du neben mir stellst, so ein kleiner Looper da unten. Vielen Dank, Berlin.
Friederike, ich will jetzt noch was sagen. Es war ein wunderschöner Tag. Es war ganz toll, dass so viele Leute da waren und dass ihr so aufmerksam dabei seid und bis zum Schluss durchgehalten habt. Vielen Dank. Ich beende an dieser Stelle die Versammlung und Ralf will noch eine Einladung aussprechen für eine nächste Veranstaltung. Ja, hallo, ich bin Ralf vom Autokurse Berlin. Wie ihr ja bestimmt schon alle mitbekommen habt, sollen zum Jahresende das letzte Band der Freundschaft mit Russland auch durchgeschnitten werden. Das heißt, die Druzhba-Leitung soll stückelegt werden. Was das heißt, kann sich jeder ausmalen. Ab 1. Advent gehen in spät die Lichter nicht an, sondern aus. Und das ist eine Riesensauerei. Damit wird die ganze Region sterben und nicht nur die Region, sondern ganz Ostdeutschland wird damit Probleme mit der Spritversorgung kriegen. Leuna wird Probleme kriegen mit der Rohstoffversorgung. Und dagegen wollen wir angehen. Wir werden uns treffen um 14 Uhr aus den Autokurse durch Schwedt machen. Und ab 16 Uhr werden wir eine große Veranstaltung auf dem Theaterplatz abhalten. Und dazu lade ich euch alle ganz herzlich ein. Und eins noch, bevor ich es vergesse. Und jetzt alle. Ami, go home! Wann denn? Hey! Achso, das Datum, ja klar. 1. Advent, 27.11. Schwedt Theaterplatz, 16 Uhr. Super, super. Und nochmal ganz herzlichen Dank an Friederike de Bruijn, die uns hier durch den Tag geführt hat. Danke, Friederike! Danke, Dieter Dehm, danke, Gabriel Easy, danke, Kai Böke, danke, Steff Mansini, schön, dass ihr da wart. Und bitte gebt hier die... So, liebe Leute, ich bedanke mich auch bei euch. Lasst mir ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt bei YouTube. Die Glocke bitte auf alle noch klicken. Bitte auch liken oder disliken, wie es euch gefällt. Bitte auf D-Live auch followen und auf Twitch auch. Achso, und ich habe auch einen Telegram-Kanal. Schaut mal unter jedes Video auf YouTube oder auch auf D-Live. Findet ihr in der Videobeschreibung, Kanalbeschreibung, findet ihr meinen Telegram-Kanal und die anderen Kanäle. Vielen Dank an die Mods, die so gut aufgepasst haben, die ganze lange Zeit. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.